Yo Leute, viele werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, das Video ist nämlich etwas kürzer. Es liegt einfach daran, dass es sinngemäß einfach viel besser zusammenpasst, wenn wir das folgende Thema, nämlich das Cholitas Wrestling, in ein separates Video packen. Ich sag's euch jetzt schon mal, es war ziemlich geil. Was ist das Cholitas Wrestling? Ich erkläre es einfach mal kurz. Cholitas sind diese traditionellen Frauen in La Paz, die so traditionell gekleidet sind oder generell auch in Bolivien. Was es nur in Bolivien zu sehen gibt, ist, dass diese Frauen gegeneinander wrestlen. Ich sag schon mal von vornherein, das ist alles ein Showkampf. Also es sind professionelle, professionell trainierte Frauen, professionell trainierte Athleten. Und ja, die werden teilweise auch von der WWE gesponsert, also der größten Wrestling-Organisation der Welt. Und sind einfach nur da, um den Leuten ein riesiges Spektakel zu bieten. Und das war es auch tatsächlich. Das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und genau, bevor ich jetzt noch großartig weiterrede, wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Video. Robin, erklär uns doch mal kurz, wo sind wir denn? Beim Cholitas Wrestling. Ja, das ist jetzt Warm-up. Später werden wir noch Frauen-Wrestling sehen. Nach den Warm-Uppern durften wir dann die richtigen Cholitas sehen. Hat jemand den Duell bestellt? Er ist jetzt da! Komm, Hanna, fertig! Alter Junge, was geht ab? Also wir sind jetzt von den Cholitas wieder weg. Das war eine der geilsten Erfahrungen, die wir bisher hatten. Eine Sache muss ich noch erzählen, das habe ich leider nicht mit der GoPro aufgenommen. Da kam einfach ein Moment, wo eine Cholita ein 619 performt hat. Und für jeden, der Wrestling früher als Kind ein bisschen geguckt hat, weiß einfach, was das ist. Es war einfach der Wahnsinn. Also wirklich. Ich sag's mal wieder, aber es war eine der geilsten Erfahrungen, die ich bisher in Bolivien hatte. Ja! Was geht ab hier? Was geht ab?